Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag von der 5. Berliner Schulleitungstagung. Sie sind ja schon mittendrin, also Teil 2 der Symposien hat schon stattgefunden. Workshops und weitere Vorträge liegen vor uns. Ich weiß nicht, was Ihnen gestern Abend so vom Tag nochmal so durch den Kopf gegangen ist. Ich muss ja sagen, bei mir sind immer wieder so die Bilder hochgeploppt aus diesem Film A Day of Glass. Die Kinder, die da mit diesen Glaswänden gearbeitet haben. Und irgendwie dachte ich mir, sag mal, wie war das eigentlich bei dir? Und dann habe ich mich erinnert, dass bei mir in dem einen Regal so ein paar Sachen liegen, was weiß ich, so Kassetten und so Kram. Und dann ist mir eine Sache eingefallen, an die Sie sich vielleicht noch erinnern werden. Wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Eine Floppy-Disk mit sensationellen 360 Kilobyte Speicherplatz. Da kriegen Sie heute nicht mal ein Urlaubsbild drauf. Und wenn Sie in den Laden gehen und sich für 12,90 Euro einen USB-Stick kaufen, so einen kleinen mit 64 Gigabyte, dann würden Sie im Vergleich einen Turm bauen müssen aus Floppy-Disks, der ist 370 Meter hoch. Wo steht ein Turm, der 370 Meter hoch ist? Hier um die Ecke. Der Berliner Fernsehturm, der ist 370 Meter hoch und das wäre ungefähr der Vergleich. Und daran kann man auch sehen, also so flach diese Dinger sind, so flach würde ich aus heutiger Rücksicht oder Rückschau sagen, waren auch die digitalen Herausforderungen für uns als Schüler. Da war nichts mit Cybermobbing oder Chatrooms oder lauter solchen Angelegenheiten. Das spielte noch überhaupt gar keine Rolle. Und damit sind wir genau bei dem, worum es jetzt gleich gehen wird in dem ersten Vortrag. Vor welchen Herausforderungen stehen denn Kinder und Jugendliche heute in ihrer digitalen Umgebung? Kennen Sie die überhaupt, die digitalen Umgebungen, in denen die sich so bewegen? Das sind Fragen, mit denen sich auch die Wissenschaftsphilosophen beschäftigen. Und eine von ihnen ist die Wissenschaftlerin Dr. Jessica Heesen, leitet an der Uni Tübingen die Forschungsgruppe Medienethik. Ihnen ein sehr, sehr herzliches Willkommen. Ja, guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Als ich von Tübingen herfuhr und meinen Kolleginnen und Kollegen erzählten, ich fahre zu einer Schulleitungskonferenz, haben alle gesagt, oh, weil alle denken natürlich an ihre eigenen Schulkarrieren zurück. Ich habe dann gesagt, das ist eine tolle Angelegenheit, da haben wir ganz viele Multiplikatoren. In der Wissenschaft haben wir ja das Problem, dass so Fachaufsätze zum Beispiel durchschnittlich 3 Personen lesen. Also insofern hoffe ich, dass ich bei Ihnen meine Botschaften etwas effektiver verbreiten kann. Ja, es geht um das Aufwachsen in digitalen Welten zwischen Überwachung, Fürsorge und Lernerfolg. Vielleicht nur kurz, Sie sehen hier ein paar Bilder, ich werde später darauf abheben, dass die Vermittlung im Umgang mit Bildern einfach sehr, sehr wichtig ist. Deswegen will ich das Ihnen kurz erläutern. Wir haben hier sozusagen den Icon, das Wappen der Universität Tübingen, die Atemptopalme, die Draufsicht auf Tübingen, die Neckarfront mit dem Hölderlin-Turm und daneben das Gebäude, in dem ich arbeite, am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, eben der Universität Tübingen. Ja, worum geht es? Was erwartet Sie? Ich möchte, wie einige Vorrednerinnen und Vorredner vor mir sicherlich auch schon, kurz darauf eingehen, was eine digitale Gesellschaft ausmacht. Ich glaube, ich mache das aber noch mal ein bisschen anders, als die anderen das getan haben, hoffe ich zumindest. Dann habe ich zwei Aspekte mir herausgepickt, die besonders wichtig sind für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen, aber auch in einer digitalen Gesellschaft. Und das sind die Punkte Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung. Und am Ende geht es dann um das Lernen. Ich habe da einen kleinen Trick gemacht. Es geht nicht nur um das, was Schülerinnen und Schüler lernen sollten, sondern auch, was wir aus meinem Vortrag hoffentlich lernen können. Und als kleiner Spoiler, es geht darum, dass die Schule eigentlich so eine Art Scheibenwischer sein sollte. Und passend dazu möchte ich gerne starten mit einem Zitat des 2013 verstorbenen Kabarettisten Dieter Hildebrandt. Das lautet, Bildung kommt von Bildschirm, wenn es von Buch käme, hieß es Buchung. Ja, warum habe ich das jetzt ausgesucht? Ich habe das ausgesucht, das Zitat, weil Dieter Hildebrandt sich hier als Technikphilosoph erwiesen hat. Also in diesem kleinen Zitat wird eigentlich schon ganz deutlich, dass Bildung immer in Abhängigkeit steht zu den Mitteln, mit denen wir Bildung vermitteln wollen, also zu den Techniken, die der Bildung zugrunde liegen.
Und zu der Zeit von Dieter Hildebrandt war das natürlich vor allen Dingen der Fernseher, deshalb spricht er hier auch vom Bildschirm. Und viele von Ihnen werden sich sicherlich daran erinnern, dass seine Sendung Scheibenwischer hieß. Das heißt, er hatte sich die Aufgabe gemacht, also uns eine klare Sicht zu verschaffen auf das, was im Fernsehen, aber auch was in der Welt passiert. Weil Sie wissen, vielleicht einige von Ihnen haben vielleicht Soziologie studiert oder wie auch immer. Der berühmte Konstruktivist Luhmann hat gesagt, was wir über die Welt wissen, wissen wir durch die Medien. Und insofern der Scheibenwischer und hier Bildung kommt vom Bildschirm. Wir haben es heute mit ganz anderen Bildschirmen zu tun. Dieser Icon hier sagt Ihnen vielleicht was. Es ist ein kleiner Bildschirm und hier geht es auch irgendwie um Wischen, aber nicht um Scheibenwischer in diesem alten Sinne, sondern wir wischen natürlich auf unseren Smartphones rum, auf unseren Tablets und teilweise sogar auf den PCs, wenn Sie eine interaktive Benutzeroberfläche haben. Das heißt, man kann hier sehen, unser Mediengebrauch hat sich ganz grundlegend geändert. Es gibt nicht mehr den Bildschirm, den Fernseher, wie man ja auch sagte früher, so als Lagerfeuer der Nation, sondern wir haben viele, viele kleine Bildschirme. Die Informationstechnik sind sozusagen eingewandert in unseren Alltag und wir haben auch ganz andere Inhalte, die sich über diese Scheibchen, muss man ja inzwischen sagen, vermitteln. Und da wären wir auch gleich bei dem Punkt, was ist eigentlich kennzeichnend für eine digitale Gesellschaft? Das ist, wie ich gerade gezeigt habe, das Thema Individualisierung und Allpräsenz der Medien, also der Informationstechnik insgesamt. Ich habe hier einen Pionier ausgewählt, der das viel besser ausdrücken kann als ich. Das ist ein Mitarbeiter, ein ehemaliger Mitarbeiter von Rank Xerox, der sehr früh verstorben ist. Mark Weiser ist sein Name. Er hat einen Aufsatz geschrieben, 1991 schon. Der hieß The Computer for the 21st Century und er hat da an dieser Stelle vor allen Dingen den Begriff Ubiquitous Computing, also der allgegenwärtige Computer, eingeführt. Hier ist ein englisches Zitat von ihm, da heißt es: The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. Also es geht darum, dass die grundlegendsten Technologien immer diejenigen sind, die irgendwie verschwinden, die wir gar nicht mehr wahrnehmen in unserem Alltag, die sich sozusagen einweben in unser tägliches Leben, bis sie gar nicht mehr davon zu unterscheiden sind. Man kann sich das an einem anderen Beispiel gut vergegenwärtigen. Denken Sie an die Bedeutung der Elektrizität für uns. Die hat unsere Gesellschaft ganz, ganz grundlegend verändert. Und genauso ähnlich ist es mit den Informationstechnologien. Es sind auch die gleichen Ausmaße. Die Informationstechnologien werden für eine grundsätzliche Transformation der Gesellschaft sorgen. Wir haben also die Aspekte Miniaturisierung, also das Verschwinden. Die Anwendungen werden immer kleiner. Wir haben zum Beispiel Sensortechniken, die in Gebäuden verschwinden, die auf den Straßen zu finden sind. Wir haben sowas wie die Cloud, also wir haben die Möglichkeit, Informationstechnologien überall abzurufen, wo wir gerade sind. Also sie begleiten uns auf Schritt und Tritt. Wir haben also eine Alltagsinfrastruktur, die sehr, sehr stark von Informationstechniken abhängig ist. Und was dahinter steht, das muss man sich immer wieder bewusst machen, wir haben eine Datafizierung der Gesellschaft. Das heißt, um überhaupt alles das, was vorliegt in der Gesellschaft, operationalisierbar zu machen für die Informationstechniken, müssen wir das Ganze erstmal in Daten umwandeln. Das heißt, wir haben inzwischen gigantische Bibliotheksbestände. Da ist gerade die UNESCO zum Beispiel dabei, das sogenannte immaterielle Kulturerbe sogar zu digitalisieren. Also zum Beispiel der Pfiff, mit dem sich auf Korsika die Hirten zwischen den unterschiedlichen Tälern verständigen, der ist jetzt digitalisiert worden und in der Bibliothek abgelegt worden. Solche Dinge werden getan. Und die Kehrseite der Sache, wir haben auf der einen Seite eine irre Menge also von Daten, Big Data ist ja da auch das Buzzword, wir haben gleichzeitig aber auch eine Personalisierung. Es wird versucht, diese Mengen an Daten immer wieder zurückzuführen auf den einzelnen Nutzer oder die einzelne Nutzerin. Sie kennen das selber alle, wahrscheinlich leidvoll teilweise zumindest auch in Bezug auf die personalisierte Werbung. Wir haben aber auch personalisierte Suchanfragen im Internet, wir haben personalisierte Nutzeroberflächen, überall versucht diese Technologie sich uns anzupassen und um das überhaupt möglich zu machen, ist es natürlich so, dass diese Technologien adaptiv sind. Das heißt, sie haben schon in ihren Systemen grundgelegt die Frage, wer ist eigentlich die Person, die mir hier gegenübersteht. Sie werden dann in so eine Art Stereotyp verarbeitet und in diesen selbstlernenden Systemen findet dann eine große Ansammlung von Daten über Ihre Person statt, damit Ihnen diese Dienstleistung geliefert werden kann, Personalisierung. Und was ja
für Sie im schulischen Zusammenhang besonders wichtig ist, um auch Individualisierung zu ermöglichen. Darauf werde ich dann gleich noch stärker eingehen. Ja, wenn wir jetzt nochmal, sagen wir mal, in der Philosophiegeschichte zumindest einen Schritt zurückgehen und fragen, was passiert da eigentlich bei so einer Invasion durch neue Arten von Technologien? Wir haben ja ein Auseinanderfallen von Merkwelt und Wirkwelt. Das ist eine Unterscheidung, die der Zoologe und Philosoph Jakob von Uexküll getroffen hat, schon sehr früh, 1909. Sie kennen von Uexküll wahrscheinlich dessen, also ein Verwandter von ihm, ein Neffe ist das, glaube ich, hat den alternativen Nobelpreis gespendet, durchgesetzt. Also wir haben ein Problem, dass Merkwelten und Wirkwelten ganz stark auseinanderfallen. Um Ihnen das kurz zu erläutern, was damit gemeint ist. Von Uexküll selber hat immer das Beispiel von der Zecke gebracht. Ich möchte es lieber mit einer Spinne Ihnen erläutern. Eine Spinne, die lernt nur bestimmte Sachen über die Welt. Also sie hat ein Beuteschema und sie kann vor allen Dingen Spinnennetze bauen. Deshalb sie das auch tut. Und indem sie dieses Spinnennetz baut, wirkt sie ein auf die Welt, in der sie lebt. Andere Tiere verfangen sich da. Andere gehen wiederum drumherum. Für uns Menschen ist das vielleicht eine Sache, die irgendwie schön aussieht und wir gehen vielleicht auch drumherum. Aber auf alle Fälle entfaltet diese Spinne damit eine bestimmte Wirkung und gestaltet die Welt, in der sie lebt. Und genauso machen wir Menschen das natürlich auch. Wir machen uns die Welt zu eigen, indem wir sie durch Technologien so gestalten, dass wir darin gut leben können. Und in der Philosophie und in der Technikphilosophie erst recht ist es natürlich jetzt so, dass wir versuchen zu sagen, im Gegensatz zur Spinne, wie funktioniert denn eigentlich unsere Welt? Wie ist eigentlich die Wirkung meiner Tätigkeiten. Also hier geht es darum, dass man versucht, die Wirkwelten wieder zurückzuführen in die Merkwelten. Ja, und das wird auch für Schule ein wichtiges Problem sein, auf das ich auch später nochmal eingehe. Diese Unterscheidung zwischen Merkwelt und Wirkwelt für unseren Zusammenhang jetzt erstmal leitet aber schön über zum Thema Orientierung, weil natürlich genau dieses Wissen von unserer Wirkung und vor allen Dingen natürlich der Wirkung von Informationstechnologien enorm wichtig ist, um Orientierung zu bieten im schulischen Bereich, für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Grundsätzlich ist es so, dass Medien eigentlich mal dafür gemacht waren, dass sie eine Kommunikation zwischen Abwesenden ermöglichten. Also Medien sind eigentlich dazu da, um Orientierung zu bieten, um in einer komplexen Gesellschaft Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Zum Beispiel versetzt über die Zeit, Schriften aus alten Zeiten oder eben auch jetzt über moderne Medien, die Massenmedien. Das heißt, Medien sind eigentlich genau dafür da, um Orientierung zu bieten. Wir haben aber leider das Problem, dass die Medien, wie sie im Moment benutzt werden, wo sie sich verbinden mit den Digitaltechnologien, genau das Gegenteil bewirken. Wir müssen also immer wieder fragen, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir uns richtig informieren können, dass wir auch eine gute Information finden. Das betrifft uns genauso gut wie Schülerinnen und Schüler, aber Kinder natürlich noch mal viel stärker, weil sie in einer sehr viel verletzlicheren Lebensphase sind, natürlich viel offener sind für neue Eindrücke. Und was man jetzt fragt, was gilt eigentlich und was ist echt, habe ich hier drei Themenbereiche definiert, die, sagen wir mal, besonders prekär sind in diesem Zusammenhang, nämlich die Frage nach wahrer Information, echter Interaktion und auch natürlich das Thema virtuelle Realität mit so diesen verwandten Mischformen von Realität wie Mixed und Augmented Reality. Ja, zum Thema wahre Information fällt einem ja assoziativ auf alle Fälle direkt Donald Trump ein. Und tatsächlich hat er auch wieder eine schöne Sache gemacht. Im August diesen Jahres hat er einen eigenen Nachrichtenkanal gegründet, der tatsächlich Real News, The Real News heißt. Und in diesem Nachrichtenkanal werden natürlich Nachrichten verbreitet über die Regierung, aber auch allgemeine Nachrichten. Es ist ein Format einer allgemeinen Nachrichtensendung angelegt und eine schöne Moderatorin von Fox News, also einem konservativen Sender, die moderiert das auch sehr professionell. Also die Frage, woran soll man eigentlich hier glauben, sind das Real News? Sie kennen die ganze Diskussion in dem Zusammenhang, da geht es um Fake News, alternative Fakten und so weiter. Also wir haben hier in Bezug auf die, sagen wir mal, normalen, konventionellen Medien, die wir kennen, schon ein sehr großes Problem. Wir haben ja einen großen Vertrauensverlust und selbst hier wissen wir nicht mehr, was so richtig wahr ist. Also es ist nicht immer alles das richtig, so ist es zumindest im allgemeinen Bewusstsein, was die Tagesschau um 20 Uhr uns liefert. Dazu kommt,
dass es manchmal auch gar nicht mehr so sicher ist, dass die Nachrichten eigentlich von einem Menschen verfasst wurden. Also wir müssen nicht unbedingt danach fragen, steht er jetzt auf der Seite von Russland oder ist er manipuliert, sondern wir müssen sogar fragen, hat es überhaupt ein Mensch geschrieben? Und dazu als Beispiel hier eine Börsennachricht des Wirtschaftsmagazins Forbes. Wenn Sie genau hinschauen, hier oben links, so steht, ich benutze das lieber nicht, Narrative Science. In dieser Blase, in diesem Kreis, Narrative Science ist eine der großen Agenturen, die Roboterjournalismus betreiben. Das heißt, Börsennachrichten, aber auch Sportnachrichten werden hier von intelligenten Systemen geschrieben. Das sind Nachrichten, die nicht gerade im Feuilleton erscheinen werden, aber die sicherlich genau die Informationen liefern und das in auch einer sehr sachlichen Weise, die wir jetzt in Bezug hier auf die Börsen oder auch auf ein Fußballspiel brauchen. Also hier auch die Frage, wer ist eigentlich überhaupt unser Interaktionspartner? Wer vermittelt uns eigentlich etwas über Medien? Sind das Menschen oder sind das inzwischen eigentlich intelligente Systeme? Die Frage leitet wieder über, was ist eigentlich echte Interaktion? Also echte Nachrichten, echte Journalistinnen und Journalisten und jetzt, was sind eigentlich überhaupt noch echte Menschen? Also das hier ist ein bisschen, sagen wir mal, eine plakative Angelegenheit. Das ist der bekannte Robotiker Hiroshi Ishiguro aus Japan. Das ist eine Figur, wo er sich selber nachgebaut hat. Das macht er ganz gerne. Er baut eigentlich seinen ganzen Mitarbeiterstab nach. Diese Roboter, die können allerdings auch was. Also man kann mit denen sprechen. Die sitzen, aber können nicht selbstständig laufen. Aber er hat wirklich in anderen Bereichen sehr, sehr avancierte Roboter gemacht, mit denen man einfach so sprechen kann, die Mimik erkennen, die schon die einen erkennen, die so ähnlich wie Alexa oder Siri dann auch Auskunft geben können. In dem Zusammenhang, echte Interaktion muss natürlich auch erwähnt werden, das Problem mit dem Social Bots. Das ist eine Mischung zwischen Nachrichten, wo wir nicht wissen, ob die echt sind, und Personen, wo wir nicht wissen, ob die echt sind. Also Nachrichten, die letztendlich oder intelligente Systeme, die sich in Twitter-Accounts einschalten oder in Chats auf Facebook und die eigentlich gar keine echten Menschen sind, sondern versuchen, bestimmte Nachrichten zu lancieren und in den Vordergrund zu stellen. Dann haben wir natürlich solche Phänomene hier, die virtuelle Realität, vermittelt vor allen Dingen über solche VR-Brillen. Ein sehr, sehr stark wachsender Markt in Deutschland, vor allen Dingen für den Massenmarkt, seit letztem oder vorletzten Jahr vor allen Dingen groß geworden. Viele von Ihnen werden diese Sachen kennen. Sie haben der Herr jetzt hier unter dieser Brille, der hat den Eindruck, dass er in einer bestimmten Landschaft oder in einem Raum ist. Je nachdem, wie er den Kopf dreht oder teilweise kommt auf die Technik an, sogar wenn er die Augen bewegt, hat man den Eindruck, man bewegt sich auch innerhalb dieser Landschaft. Das Ganze kann auch verbunden werden mit Sensorik. Es gibt die entsprechenden Handschuhe, sodass Sie das Gefühl haben, Sie können die Dinge auch anfassen, die Sie hier sehen. Das ist eine Sache, die viele Jugendliche fasziniert, die viele auch schon benutzen bei sich zu Hause und die ganz neue Welten eröffnet. Es gibt in dem Bereich auch Anwendungen für den Journalismus. Das wird Immersive Journalism genannt. Es gibt da Beispiele, da können Sie eintauchen in den syrischen Bürgerkrieg und haben selber das Gefühl, Sie sind dabei, wenn da Bomben fallen. Ja? Das ist aus medienethischer Perspektive sehr fragwürdig. Will ich jetzt an der Stelle nicht genauer darauf eingehen, das machen Sie ja nicht in der Schule, aber das ist auch ein Element, was die Alltagswelten von Kindern und Jugendlichen in Zukunft vor allen Dingen sehr stark betreffen wird. Und dazu natürlich noch die ganzen Anwendungen, die es in dem Bereich Augmented oder Mixed Reality gibt, also ich habe hier mal ein Computerspiel ausgewählt, wo dann so Krieger erscheinen. Überall in der Stadt können die erscheinen, in bestimmten Landschaften, die muss man dann abschießen. Aber Sie kennen wahrscheinlich auch alle Pokémon Go. Das beruhte ja auf einem ähnlichen Prinzip, also dass dann diese Figürchen in der realen Realität erscheinen und man dann so eine Art Mischverhältnis hat. Ja, wenn man das Ganze sich noch mal ein bisschen Revue passieren lässt, dann ist das eine Herausforderung, auf die ich am Ende noch mal eingehen möchte. Ich möchte nur schon mal sozusagen spoilern, dass ich davon ausgehe, dass wir das Virtuelle als Wirklichkeit anerkennen müssen. Das werde ich Ihnen nachher noch mal etwas genauer erläutern, aber es kann nicht darum gehen, dass wir sagen, was ich häufig, ich habe auch schon Lehrerfortbildungen gemacht, was ich häufig erlebe, dass die Lehrerinnen und Lehrer sagen, na, die Kinder müssen jetzt mal weg vom Computer, die müssen die Realität erfahren. Da ist auch was dran. Aber man muss trotzdem deutlich machen, dass das, was wir im Virtuellen tun,
Konsequenzen hat für unsere Selbstwahrnehmung, für die Wahrnehmung anderer und dass man zum Beispiel auch andere Menschen sehr stark verletzen kann, auch wenn ich nur den Avatar beleidige. Also auf solche Dinge müssen wir achten und deshalb ist es wichtig, das Virtuelle als Wirklichkeit anzuerkennen. Das sage ich nicht einfach so, sondern ich will Ihnen gleich auch nochmal zeigen, warum das auch logisch der Fall sein sollte. Ja, der zweite wichtige Aspekt, die Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung hat natürlich viel mit Orientierung zu tun und mit dem Gefühl, sicher aufzuwachsen. Das, was ich gerade Ihnen schon erläutert habe, geht ja auch in diese Richtung. Ich muss auch sicher sein, dass die Dinge stimmen, dass ich vertrauenswürdige Kommunikationspartner habe, dass ich tatsächlich weiß, was passiert und meine Wahrnehmung von der Wirklichkeit auch übereinstimmt mit dem, was passiert. Es gehört zur Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch dazu, dass ich mich sicher fühle vor Bedrohungen. Ich habe gesehen, Sie hatten auch gestern schon Sessions, wo es vor allen Dingen auch um Cybermobbing ging. Das ist ein sehr schwieriges Thema, etwas eine Sache, die man sehr schlecht verhindern kann. Auf alle Fälle, der Kinder- und Medienjugendschutz ist gerade dabei, sich anzupassen an die neuen Verhältnisse. Das wird heute nicht mein Thema sein, ist aber auch wirklich ein sehr wichtiges Thema. Mein Thema soll sein, wie sieht es aus mit dem Thema Überwachung in der Schule? Sie hatten dazu gestern schon eine Diskussion mit dem Herrn Schaar und dem Herrn Dix, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich möchte das nochmal für die Schule fruchtbar machen, das Thema, und nochmal darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, informationelle Selbstbestimmung, ganz großes Wort, das ist ein Grundrecht, in Deutschland zumindest, was das eigentlich zu tun hat mit Schule und warum das eigentlich so wichtig ist, sich in der Schule nicht beobachtet fühlen zu müssen. Das ist ein bisschen trockener Text, ich lese Ihnen das mal vor. Da heißt es, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Entschuldigung, ich muss noch sagen, das ist ein Zitat aus dem Volkszählungsurteil von 1983. Damals wurde ja geklagt gegen die Volkszählung, wo natürlich nach unserem Verhältnissen her wirklich sehr, sehr wenige Daten nur gesammelt wurden. Trotzdem, es gab da ein Grundsatzurteil, woraus dann auch der Begriff der informationellen Selbstbestimmung entstanden ist. Und hier sind dann die Begründungen zu finden, warum es eigentlich so wichtig ist, sich nicht beobachtet zu fühlen. Also da heißt es, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl. Weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. So, keine Angst, ich will das jetzt noch mal ein bisschen erläutern. Dann geht es einmal um den Punkt, dass Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Also das ist der Punkt Informationsasymmetrie und Intransparenz. Und das ist eigentlich ein Zustand, in dem wir uns andauernd befinden. Wir wissen nicht, was andere über uns wissen. Das ist eben die Intransparenz. Und dann haben wir auch noch eine Asymmetrie. Wir müssen immer davon ausgehen, dass bestimmte Institutionen, zum Beispiel die Schulbehörde oder der Nutzer einer Schulsoftware, viel mehr über mich weiß, als ich eigentlich weiß. Also zum Beispiel, wie oft ich jetzt gerade in die geteilte Lernplattform reingeguckt habe, das wissen die. Ich weiß es vielleicht selber nicht, dass ich die ganze letzte Woche das Ding gar nicht aufgemacht habe, was vielleicht schon ein bisschen verdächtig sein könnte. Derjenige, der sich beobachtet fühlt, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Das ist das Stichwort Disziplinierung durch Beobachtung. Michel Foucault, der französische Soziologe, der hat das Wort geprägt von der panoptischen Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die sich selbstständig beobachtet. Das ist natürlich einerseits eine schöne Sache, das nennt man ja auch soziale Kontrolle. Soziale Kontrolle hat ja auch was Positives, also das heißt ja auch, dass wir aufeinander aufpassen, dass vielleicht die Jugendlichen auf dem Spielplatz nicht ihre Bierflaschen stehen lassen und solche Dinge, ja, die sind ja erwünscht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass jede Form von abweichendem Verhalten oder auch sich einfach nur frei zu fühlen vielleicht, wird damit unterlaufen und wir passen uns den Vorstellungen an, die derjenige, der uns beobachtet, an uns hat. Das bedeutet Disziplinierung durch Beobachtung.
Dann haben wir den weiteren Punkt, dass die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigt werden. Das ist ein Punkt, der häufig, sagen wir mal, nicht so stark beachtet wird, wenn es um die informationelle Selbstbestimmung geht. Es geht nämlich nicht nur darum, dass ich abwehren kann, dass bestimmte Leute etwas über mich wissen, sondern auch, dass ich die Kompetenzen habe, Informationen über mich freizugeben, von denen ich will, dass andere genau die wissen. Das mache ich natürlich zum Beispiel, wenn ich meine Homepage gestalte bei der Uni Tübingen. Dann versuche ich natürlich nur, die Sachen da hinzustellen, die zeigen, dass ich eine gute Wissenschaftlerin bin, dass ich interessante Vorträge halte zum Beispiel. Ich will aber nicht, dass irgendjemand anders dann meine Seite verlinkt und irgendwie die Informationen aus dem Sportverein dann über mich auf diese Seite vermittelt. Also ich möchte steuern, wie andere mich selbst wahrnehmen. Das heißt, ich gestalte mein Selbst durch die Formen, verschiedenen Formen der Informationskontrolle und Freigabe. Und dann haben wir natürlich den letzten Punkt, das Gemeinwohl. Das ist ein Punkt, der immer wieder sehr stark in den Vordergrund gestellt wurde bei der Interpretation des Volkszählungsurteils. Da geht es um Demokratie. Es geht also um Fragen der gesellschaftlichen Selbstorganisation, ob wir uns politisch frei äußern können, ob wir uns in dem Zusammenhang nicht beobachtet fühlen, ob wir uns trauen, auf eine Demonstration zu gehen, obwohl der Verfassungsschutz vielleicht mitfilmt oder alle anderen mitfilmen, die mich umgeben, ihre Handys haben und das dann vielleicht auf YouTube abspielen. Also das ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in seinem Kern. Und was haben wir jetzt oder was haben Kinder und Jugendliche? Das hier ist ein Bild, das ist eine Werbung für so eine Art Kinderüberwachungssystem, also einfach eine Kamera, also das ist das, wie sagt man, was man einfach als Babyphone sonst bezeichnet hat, so eine Art erweitertes Babyphone. Und Sie sehen daran, Informationstechnologien begleiten Kinder praktisch vom Tag ihrer Geburt an und sie begleiten uns auch bis an unser Lebensende. Dazu bringe ich gleich nochmal ein Beispiel, also sozusagen von der Wiege bis zur Bahre. Diese Informationssysteme, die viele Eltern immer mehr nutzen, also sind auch verbunden mit einer Kamera, die auf das Babybett gezeigt wird und wo man natürlich dann beruhigt mal in der Eckkneipe was trinken gehen kann. Ich will das jetzt auch gar nicht verurteilen, ich will es nur mal bewusst machen, was eigentlich passiert. Das ist erst der Anfang, gibt dann verschiedene Zwischenstadien, aber wenn wir jetzt mal auf die Schule schauen, haben wir da viele, viele Möglichkeiten, um Überwachung manifest werden zu lassen. Hier dieses erste Päckchen, das sind Sachen, die Sie selber wahrscheinlich alle sehr gut kennen und noch viel mehr und viel besser als ich. Eltern-Schüler-Informationssysteme, elektronische Tagebücher, elektronische Klassenbücher und so weiter, das muss ich Ihnen nicht weiter erläutern. Es gibt dann, wenn man mal den gesamten schulischen Zusammenhang anschaut und auch beachtet, dass Lehrerinnen und Lehrer auch sehr stark kontrolliert und überwacht werden. Es gibt natürlich, also von extern und von intern. Es gibt die Bewertungsportale für Lehrkräfte und Schulen. Ich persönlich habe eine Freundin, die ist in psychologische Behandlungen gegangen, nachdem sie gelesen hat, was in so einem Bewertungsportal über sie geschrieben wurde. Das ist also wirklich ein sehr ernstzunehmendes Problem. Es gibt die ständige Smartphone-Präsenz in den Klassenräumen und in den Schulen, wenn sie nicht gerade verboten sind, aber meistens finden diese Sachen trotzdem ihren Weg. Es besteht immer die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass Elemente aus dem Unterricht aufgezeichnet werden, verfremdet werden und dann zum Beispiel auf YouTube hochgeladen werden. Das betrifft Lehrerinnen und Lehrer, betrifft auch mich zum Beispiel hier als Wissenschaftlerin bei öffentlichen Vorträgen und auch nicht öffentlichen Vorträgen in kleineren Zusammenhängen. Es besteht andauernd die Möglichkeit, dass alles in die große Öffentlichkeit kommt, was eigentlich nur eher für eine kleine Öffentlichkeit gedacht war oder eben für vielleicht auch eine intime Lernsituation. Dann, das ist eine etwas, also wirklich heikle und größere Angelegenheit, es gibt die schönen Public-Private Partnerships. Das heißt, immer mehr Schulen greifen zurück auf Software, auf Lernsoftware von privaten Anbietern. Die bekommen sie oft günstig. Was man daran nicht sieht, ist, dass diese privaten Anbieter die Daten sammeln. Das ist alles noch ein Bereich, der noch nicht richtig erforscht ist, sowohl von Seiten der Informatik, die wissen gar nicht so genau, was da eigentlich passiert, und die Konzerne selber lassen es auch nicht so raus, was sie eigentlich mit diesen Daten machen. Auf alle Fälle sind die Datenpools, die über das Verhalten der Schülerinnen und Schüler da angelegt werden und auch übrigens darüber, wie, auch in welcher Form Lehrkräfte ihr Wissen vermitteln,
können fruchtbar gemacht werden. Es gibt sogar schon Diskussionen im Bereich der Kriminalprävention, ob man da nicht Zugriff haben kann auf solche Daten, die über einzelne Schülerinnen und Schüler entstanden sind im Rahmen von intelligenten Lernsystemen. Und das ist ein ganz großer Markt und alle innovativen Bildungsforschungsinstitute sind inzwischen daran, ihre Lernsoftware zu individualisieren und eben aber auch cloudfähig zu machen und eben versuchen, den optimalen Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Dann haben wir natürlich den Bereich WhatsApp und Facebook. Da haben Sie an der Schule kaum Einfluss drauf. Sie sind aber selber als Lehrkräfte häufig in einer seltsamen Situation, wenn Sie zum Beispiel selber auf Facebook sind. Was macht man da? Ich kenne das Beispiel von Studierenden, die natürlich als Studierende ganz normal auf Facebook sind und alles Mögliche da posten und sich relativ frei verhalten. Und sobald sie dann in den Schuldienst eintreten, wissen die nicht mehr, was sie machen sollen mit ihrer Facebook-Seite. Also sollen sie sich unter neuem Namen anwenden, sollen sie es ganz zumachen oder sollen sie sich dem stellen? Gibt es auch. Dann natürlich die Frage WhatsApp, die Kontrolle, soll man da Kontakt haben mit dem Lehrer oder der Lehrerin? Ist ja in vielen Schulen verboten, dass man da Kontakt hat, dass man in einer WhatsApp-Gruppe gemeinsam ist. Aber da gibt es zahlreiche Überwachungsfunktionen über WhatsApp. Allein schon, weil man natürlich sieht, wann wurde die Nachricht gelesen und man kann in Zeiten chatten, wo natürlich längst überhaupt keine Schule mehr ist und so weiter. Dann natürlich solche Dinge wie Lokationssoftware, also ich schreibe hier geschrieben für Eltern, habe ich darüber nachgedacht, ob ich lieber für Kinder schreibe, aber es ist natürlich die Eltern können kontrollieren, wo ihre Kinder sind. Es gibt jetzt schon standardmäßig Software für das Smartphone von Kindern. Da wird so eine Art virtuelle geografische Grenze gelegt. Und wenn das Kind mit dem Smartphone diese Grenze überschreitet, dann werden die Eltern gewarnt. Also solche Dinge werden in Zukunft gang und gäbe sein. Und natürlich auch, dass man direkt den Punkt sehen kann auf der Landkarte, wo das Kind sich aufhält. Gut, und der letzte Punkt, das ist für uns vielleicht der wichtigste nochmal, die Lernsoftware. Darauf möchte ich ein bisschen mehr drauf eingehen und möchte Ihnen in dem Zusammenhang ein Projekt vorstellen, aber nur als beispielgebend für die Funktionsweisen dieser Lernsoftware insgesamt. Das ist das Projekt LTutor, ein europäisches großes Forschungsprojekt mit Ableger in Bielefeld. Und dieses Projekt hat sich zur Aufgabe gestellt, den Zweitsprachenerwerb von Kleinkindern zu stärken. Also es geht darum, dass zum Beispiel Kinder aus Migrationsfamilien im Kindergarten schon spielerisch lernen, Deutsch lernen in dem Zusammenhang. Das ist in dem Zusammenhang die Zweitsprache. Aber die Software, die da benutzt wird, wird auch in ganz vielen anderen Zusammenhängen verwendet. Die haben die hier gesteckt in einen Roboter. Diesen Roboter kann man auch in anderen Lernzusammenhängen benutzen. Und das macht das Ganze natürlich irgendwie netter für die Kinder, mit diesem Roboter zu interagieren. Ich möchte Ihnen ein Zitat zeigen von einer Mitarbeiterin aus dieser Forschungsgruppe in Bielefeld, also der Ableger von diesem europäischen Projekt. Da heißt es, wichtig ist, dass der Roboter erkennt, wie sich das geförderte Kind fühlt und ob es zum Beispiel frustriert oder ratlos ist. Wir programmieren den Roboter so, dass er die Interaktion mit dem Kind steuern kann, sodass das Kind möglichst gut unterstützt wird. Also da haben wir diese ganzen Sachen drin, das Kind soll möglichst gut unterstützt werden, aber man will dem auch so ein bisschen soziale Nähe liefern, man möchte gerne mit dem, also es soll Spaß haben und sich gut fühlen im Umgang mit diesem Roboter. Erstmal scheint das natürlich als eine nette Sache, wenn man das sich aber mal genauer anguckt, und das ist ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, dass das Ganze auch immer intuitiv laufen soll, also so als ob es gar kein Medium wäre, sondern als ob ich mit dem Roboter selbst sprechen könnte. Das ist, was Mark Weiser am Anfang, den ich da vorgestellt hatte, so deutlich gemacht hat, als ob da gar keine Technik wäre. Also das macht sie ja auch besonders stark. Dem ist aber gar nicht so, sondern es ist wirklich sehr, sehr viel Gehirnschmalz und technische Leistung in so eine Anwendung geflossen. Und diese Leistungen haben alle Auswirkungen auf ein mögliches Gefühl der Überwachung, was entstehen kann. Wir haben als Voraussetzung für die Individualisierung dieser Lernsoftware, die Speicherung und Verarbeitung der Daten. Also wer ist das da vor mir? Erstmal nur das reine Erkennen, das ist jetzt genau diese Person und keine andere. Das Ganze wird dann verwendet für die Personalisierung. Das heißt, es wird so eine Art, kann man sich vorstellen, wie so ein kleiner Ordner in dieser Lernsoftware angelegt pro Person. Also dass sie dann genau auf die Person dann umschalten kann, wenn sie merkt, die Person nähert sich, das Kind nähert sich. Dann gehört dazu natürlich die Emotionserkennung. Das ist eine irre komplizierte Angelegenheit.
Was natürlich auch was schwierig ist, weil manchmal werden Gesichtsausdrücke auch falsch gedeutet. Aber es ist klar, hier werden bestimmte Schubladen eröffnet. Also wenn das Kind traurig guckt, reagiert der Computer so. Und wenn es fröhlich guckt, halt so. Damit kann man sich auch schön aus ethischer Perspektive auseinandersetzen. Gestenerkennung ist eine Voraussetzung dafür, auch eine komplexe Sache. Diese Systeme können die Begabung erkennen. Also man spricht dann im Englischen immer so schön vom Mental State. Das hört sich irgendwie besser an, als wenn ich sagen würde, ich kann den Intelligenzquotienten des Kindes beurteilen. Und das ist ein sehr sensibles Datum, wo man vielleicht nicht möchte, dass jeder das kennt. Und man weiß auch nicht überhaupt, ob es richtig ist oder vielleicht eine unfaire Erhebung zum Intelligenzquotienten des Kindes. Man kann die Entwicklung des Kindes beobachten, lernt es schnell, lernt es langsam. Und natürlich, man kann abweichendes Verhalten erkennen. Hat es keine Lust zum Lernen, guckt es immer woanders hin, haut es vielleicht sogar auf den Roboter. Also solche Dinge werden dann vielleicht zumindest ein letztes Mal aufgezeichnet. Gut, wenn wir jetzt nochmal anschauen, also es gibt diese zahlreichen Möglichkeiten der Überwachung, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schülerinnen und Schüler. Nicht für alles kann die Schule die Verantwortung übernehmen, aber gerade im Bereich der Lernsoftware ist es natürlich so, dass die Schule als Institution, die diese Lernsoftware selber benutzt und verbreitet, eine besondere Verantwortung hat und dass Schule dann an dem Punkt natürlich auch sich verantwortlich zeigen muss für den Datenschutz in diesem Zusammenhang. Also das jetzt als Überleitung. Zum Abschluss, zu dem Resümee sozusagen, was bedeutet das für Schule und was können wir lernen aus diesen ganzen komplexen Zusammenhängen? Ja, erstmal an Hammer. Ich glaube, ein ganz grundsätzliches Problem beim Thema Digitalisierung und Schule ist, dass wir denken, wir haben ja eine Technologie und können die auf alles anwenden. Da ist halt dieser Hammer. Es gibt das schöne Law of the Instrument. Das heißt, if all you have is a hammer, everything looks like a nail. Und so kommt es mir eben auch vor, teilweise in Bezug auf das Thema Digitalisierung und Schule. Also wir sehen jetzt nicht mehr nur überall Nägel, sondern wir sehen überall Dinge, die wir durch Digitalisierung verändern können. Und das halte ich für falsch. Also man muss immer schauen, was sind die Zusammenhänge, was sind die ganz spezifischen Anwendungsfelder. Das ist ja genauso wie die Rede vom Internet. Das Internet ist ja ein Medium, das alle anderen Medien absorbiert hat. Da kann man nicht sagen, jetzt machen wir einfach das Internet in der Schule, sondern man muss ganz genau anschauen, was wünsche ich mir, welche Form des Lernens, welche Art von Zuhilfenahme durch das Internet ist wünschenswert. Und eben nicht nur diesen einen Hammer Digitalisierung verwenden. Und in dem Zusammenhang ist es eben, wenn es darum geht, Zusammenhänge zu vermitteln und sozusagen im Ganzen drauf zu schauen, zu gucken, wo ist Digitalisierung überhaupt notwendig, wo ist sie möglich und wo ist sie wünschenswert, da geht es wieder darum, Wirkwelten zu Merkwelten zu machen, uns also viele Dinge präsent zu machen, die so versteckt und im Verborgenen laufen, wenn wir Informationstechniken in der Schule benutzen. Das ist zum Beispiel, dass wir uns die Nebenfolgen des Einsatzes von digitalen Lernmitteln immer wieder bewusst machen. Es ist ja nicht nur so, dass das Kind was lernt mit diesen Mitteln, sondern darüber, dass die überhaupt diese Medien benutzen, wird auch indirekt viel über das Medium selber vermittelt. Zum Beispiel, die Kinder nehmen mit, also das Kindergartenkind ganz bestimmt in dem jungen Alter. Dieser Roboter, der kennt mich eigentlich besser als meine Kindergärtnerin oder auch als die Lehrerin oder der Lehrer. Also das heißt, ich lerne hier sozusagen in Technologien zu vertrauen oder aber auch zu denken, dass sie mir Angst machen, weil sie so viel über mich wissen. Dann natürlich, wenn man dann so ein schönes Interface hat wie bei diesem Roboter, der Computer ist nett, also das ist so eine Sache, da kann ich mich wohlfühlen in diesen Welten. Dann aber auch, Technologien beherrschen unsichtbare Fähigkeiten. Also gerade bei kleinen Kindern, die noch so ein magisches Denken haben, wenn man da mit so einem Roboter auftritt, der diese erkennt, der freundlich reagiert, also wie soll man da einen kritischen Zugang zu Technik entwickeln, wenn man dann nicht in der Lage ist, einen Schritt zurückzutreten und zu versuchen, die Zusammenhänge zu erkennen. Also wenn ich sozusagen schon so gepampert werde in Bezug auf Technologien und die mir so als persönliche Interaktionspartner vorgestellt haben. Und natürlich, das gehört nicht ganz zu dem Beispiel von dem Roboter, der den Zweitsprachenerwerb vermittelt. Aber was ich beobachte, ich bin Mutter, ja, deshalb ich beobachte das nur aus der Perspektive, dass man den Eindruck gewinnt, es gibt keine besseren Quellen als das Internet. Ja, weil andauernd in der Schule wird dazu aufgefordert, das Internet zu benutzen. Und das sind sozusagen die Nebenwirkungen, sagen wir mal, ja, nicht der Kollateralschaden, aber des Technikeinsatzes, dass man vielleicht dann doch mal lernen sollte, dass es auch noch andere Quellen gibt, in dem Fall, als das Internet.
Ja, und dann natürlich die Geschichte mit der Überwachung, auf die ich ja gerade näher eingegangen war. Wirkwelten zu Merkwelten machen, das bedeutet auch über Überwachungspotenziale aufzuklären. Ich sehe es tatsächlich als Aufgabe von Schule, zu zeigen, wo Kinder überwacht werden, wo Jugendliche überwacht werden und auch, wo sie selber als Lehrerinnen und Lehrer überwacht werden. Man kann sich dazu auch Hilfe holen. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich den Chaos Computer Club, so eine Art Hacker-Club. Die haben selber auch so eine Dependance, die heißt Chaos macht Schule, die kann man auch mieten, die kann man sich an die Schule holen und die haben sich tatsächlich, weil sie auch diese Gefahr erkannt haben, zur Aufgabe gemacht, in den Schulen zu vermitteln, was eigentlich Überwachung ausmacht und wo man überall überwacht wird. Dann als Angebot, also als Vorstellung von mir, was gut sein könnte in Schulen, um sich das bewusst zu machen, um Wirkwelten zu Merkwelten zu machen, ist, man kann von Überwachung freie Räume anbieten. Man kann sagen, wir haben hier einen Raum, da bringt ihr nicht euer Handy mit, aber wir bringen auch keine Lernsoftware mit. Und alle und auch Lehrerinnen und Lehrer können sich hier bewegen, ohne Angst vor Überwachung, ohne Aufnahmen durch Handykameras zu haben. Das wäre eher so eine Art Gedankenexperiment. Also immer wieder zu sagen zu den Kindern, was wäre eigentlich, wenn wir kein Internet hätten? Was ist, wenn der Strom ausfällt? Wie findet ihr euren Weg in der Stadt? Wo findet ihr eure Wissensressourcen? Und wie interagiert ihr miteinander? Also solche Dinge, solche Gedankenexperimente kann man versuchen durchzuführen. Der zweite Punkt, ich arbeite mich gerade sozusagen von hinten nach vorne wieder in meinem Vortrag zurück. Das Virtuelle als Wirklichkeit anerkennen. Ich hatte Ihnen das ja schon angekündigt, dass ich auf den Punkt nochmal eingehen möchte und auch nochmal von der Wiege bis zur Bahre, jetzt bin ich bei der Bahre, nochmal ein Beispiel bringen möchte. Warum ist das Virtuelle so wichtig oder warum ist das Virtuelle eben auch wirklich? Ich habe Ihnen hier Beispiele mitgebracht zu verschiedenen Möglichkeiten des Gedenkens. Hier oben links, das ist eine Internetseite aus einem virtuellen Friedhof, das gibt es immer mehr, das ist jetzt hier ein Beispiel aus den USA, da kann man eine Seite für den oder die Verstorbene anlegen, kann auch das Ganze immer wieder aktualisieren mit weiteren Informationen und man kann da auch kondolieren, sozusagen hingehen im Internet. Das da drunter, der Stein, das ist sozusagen fast so eine Art Pendant dazu, das ist ja, Sie sehen da oben ein Kreuz und eine Schrift und wenn Sie genau hinschauen, in das Kreuz eingelassen ein RFID-Code, also ein Code, mit dem ich mich mit dem Handy davor stellen kann und dann werde ich geleitet zu einer Internetseite und kann mir dann mehr Informationen holen über den Verstorbenen. Oben rechts haben Sie eine Urne mit, wie ich mal hoffe, tatsächlich mit der Asche des Verstorbenen drin. Und unten ist ein Friedwald, wo dann ja in der Regel wird der Asche verstreut oder die Urne vergraben und man weiß gar nicht mehr, wo der Tote genau liegt und hat eigentlich nur noch so einen Baum mit einer Plakette. Und wer von uns würde jetzt sagen, naja, das ist ja gar keine richtige Trauer, wenn ich mich jetzt hier in den Friedwald stelle, weil da ist ja gar keine Asche. Oder würde sagen, jetzt dieses Gedenken im Internet, das ist auch keine echte Trauer, weil da ist ja gar nichts, also noch nicht mal mehr die Asche. Es würde ja keiner behaupten, ich muss mich vor den Sarg stellen, um zu trauern oder an einem richtigen großen Sarg sein. An einem Sarg sein mit einem richtigen Verstorbenen drin. Was dieses Beispiel sagen soll, das, wie wir Wirklichkeiten erleben, welche Emotionen wir haben und welche Gedanken, erzeugen wir letztendlich durch Symbole und durch Sprache. Sie können sich das ja auch vergegenwärtigen an solchen Dingen wie der Heiratsfloskel. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Ist ja eigentlich nichts passiert. Das ist Virtualität und trotzdem wirkt sie ganz stark auf unsere Wirklichkeit. Also man kann nicht sagen, jetzt Kinder, jetzt geht mal draußen auf die Straße spielen, das ist ja alles gar nicht echt oder es ist ja auch gar nicht so schlimm, die Diskussionen gibt es, wenn eine virtuelle Vergewaltigung mit einem Avatar stattfindet, sondern hier geht es um Mischformen und der Mensch ist nun mal so, dass er Bedeutungen erzeugt durch die Formen, wie er spricht, durch die Vereinbarungen, die er hat und durch die Symbole, die er eben entwirft. Und insofern muss man sagen, dass eben auch das Virtuelle wirklich ist und wir vor allen Dingen eine Verantwortung haben, diese virtuellen Wirklichkeiten zu gestalten und ernst zu nehmen. Ja, mein letzter Punkt, die Medien lesen lernen. Das war der Punkt, wo es darum ging, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr so richtig sicher fühlen können in Bezug auf die Wahrheiten, die, sagen wir mal, über die herkömmlichen Medien, die ja auch zunehmend digitalisiert sind, verbreitet werden. Und Medien lesen lernen, das bedeutet vor allen Dingen Bilder lesen lernen.
die Zunahme von, wie man so schön sagt, des Visual Contents im Internet ist enorm. Also fast alles, was Schülerinnen und Schüler verbreiten, worüber sie kommunizieren, hat mit Bildern zu tun. Es können Emoticons sein in den WhatsApp-Nachrichten, das sind Witze, die als Bilder versendet werden, natürlich die verschiedenen Nachrichtensendungen, Videos auf YouTube und so weiter. Also es läuft alles über Bilder ab und Sie alle kennen das wahrscheinlich auch, dass die Kinder sich abends treffen, um gemeinsam Filme zu gucken auf Netflix. Also die Bilddimension hat eine viel, viel größere Bedeutung, als das halt für uns als Schülerinnen und Schüler der Fall gewesen ist. Insofern vermisse ich, und ich habe auch wirklich rumgefragt bei verschiedensten Lehrerinnen und Lehrern, diese Komponente, dass man in der Schule viel stärker lernt, wie Bilder zu lesen sind. Warum gibt es nicht ein Unterrichtsfach, oder nicht ein Unterrichtsfach, aber als Teil des Deutschunterrichts Filminterpretation oder Bildinterpretation? Die Bilder sind unglaublich suggestiv. Bei Ihnen wird das so gemacht, ja. Also, ja. Auf alle Fälle müsste man da noch stärkeres Gewicht drauf lesen und vor allen Dingen Bilder lesen lernen. Dann gibt es verschiedene Genres des Internets, die gar nicht vorkommen in der schulischen Ausbildung und auch nicht in, der, in den schulischen Zusammenhängen für die Kinder selbst, nämlich der Bereich der Medienästhetik. Zumindest so, was können wir da gerne gleich in der Diskussion, können Sie mir das gerne auch noch erzählen, wenn Sie da andere Erfahrungen gemacht haben. Aber es gibt Gedichtinterpretationen und es gibt alles Mögliche, was die verschiedenen Genres der Sprache betrifft, aber es gibt keine Differenzierung, wie, also was bedeutet eigentlich ein Blog im Internet? Wie präsentiere ich mich da? Welche Formen der Bildsprache wird hier verwendet, im Gegensatz eben zu einer Nachrichtensendung und so weiter? Also da könnte man unendlich viel aufmachen, wo es sich lohnen würde, genauer hinzuschauen. Dann natürlich der ganze klassische Bereich, wie arbeitet eigentlich eine Redaktion? Wie kommen wir eigentlich dazu? Warum sollten wir eigentlich zum Beispiel dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk glauben und anderen vielleicht eher nicht? Oder sollten wir das überhaupt? Sollten wir niemanden mehr glauben? Also was sind die Mittel, um zu beurteilen, ob eigentlich Medien seriös sind? Da kann man zum Beispiel auch mal eine Redaktion besuchen. Die haben es ja auch gemerkt, dass sie ein Problem haben mit der Vertrauensbildung und sind immer stärker offen für solche Besucher aus schulischen Zusammenhängen. Und natürlich die Frage, woran erkennt man eigentlich einen Social Bot und Fake News? Das sind technische Sachen, die kann man vermitteln. Und hier würde ich die Schule auch in der Pflicht sehen. Ja, und zum Abschluss nochmal, ich hatte Ihnen das ja schon angekündigt, möchte nochmal die Beziehung herstellen zum Anfang meines Vortrags. In meinen Augen muss die Schule als Scheibenwischer aktiv werden, genauso wie Dieter Hildebrandt seine Sendung Scheibenwischer genannt hat. Geht es eben darum, genau diese Wirkwelten in Merkwelten zurückzuführen und eben ein Bewusstsein dafür zu schaffen, in welchen Formen wir leben in der digitalen Welt, um letztendlich dann auch den Lernerfolg zu garantieren und das Orientierung eben und Selbstbestimmungsfähigkeit in der digitalen Welt zu ermöglichen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Frau Dr. Hesen. Wir haben da in der Mitte, oder sagen wir halb in der Mitte, wir sortieren das noch, ich mache das mal gleich, ein Mikrofon wieder aufgestellt für Ihre Fragen an Frau Dr. Hesen. Und wen auch immer während des Vortrags schon drängende Fragen bewegt haben, Entschuldigung, das war Ihr Fuß, fühle sich herzlich eingeladen, das auch zu benutzen. Moment, haben wir das Mikrofon, das Gelbe, schon geöffnet? Ja. Ja, genau, ich glaube, es geht auch jetzt so. Wenn Sie, also erstmal herzlichen Dank, informationelle Selbstbestimmung und Überwachung ist auch etwas, was mich viel bewegt und wo ich auch der Ansicht bin, dass es viel mehr in der Schule auch nicht nur beachtet, sondern auch vermittelt werden sollte. Und deswegen würde mich gerne interessieren, wie weit, sozusagen wir haben jetzt viel gehört, was die Schule beachten sollte, aber gehört denn nicht auch, insofern eine kleine Suggestivfrage, nicht auch sozusagen die informationelle Selbstbestimmung als Unterrichtsinhalt selbst und auch die Funktionsweise der Überwachungssysteme, das heißt, wie Daten gespeichert, übertragen, wie das Internet funktioniert und so weiter, wie KI vielleicht funktioniert, nicht auch zum Hintergrundwissen der Schüler, dass sie in der Schule lernen sollten, verpflichtend, damit sie das überhaupt beurteilen können. Wir vermitteln ja auch die Naturgesetze, sozusagen die
um die Wirkwelt zur Merkwelt, sozusagen die analoge Welt zu verstehen, müsste das denn nicht auch für die digitale Welt gelten? Ja, Ihre Frage geht ja eigentlich in die Richtung, wie viel technische Kompetenz muss man vermitteln oder wie stark auch muss man ins Detail einsteigen, um die Funktionsweisen zu erkennen. Und das ist ja so eine viel diskutierte Angelegenheit, auch so ein bisschen unter dem Titel, brauchen wir eigentlich Programmierung in der Schule? Das geht ja auch in diese Richtung. Ich finde, es ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, man muss viele technische Zusammenhänge kennen, um zu wissen, dass man die beherrschen kann. Ist die Frage, wie stark man ins Detail einsteigen will. Gerade bei Programmierung ist ja zum Beispiel der Fall, dass sich das alles wieder ändert. Also es gibt einige grundlegende Prinzipien, wie man programmiert, aber die Programmiersprachen ändern sich. Also klar, aber das ist auch bei vielen anderen Sachen so. Also ich würde aus meiner Perspektive sagen, ja, man muss solche Dinge vermitteln, auch im Detail, zum Beispiel, was genau ist die informationelle Selbstbestimmung. Aber man muss vor allen Dingen eben auch gucken, wie bettet man das in den Gesamtzusammenhang ein? Wie kann man die Zusammenhänge transparent machen? Also gerade jetzt in Bezug auf Programmierung, der Maurer, wenn wir jetzt mal versuchen, ein Beispiel zu finden, der Maurer wird eben nicht sagen können, wie man eine ganze Stadt baut. Also der Programmierer weiß zwar, wie man das System programmiert, aber der wird nicht eine gute Infrastruktur für das Internet erfinden können, weil dazu noch viele soziale, politische und so weiter Rahmenbedingungen zu beachten sind. Trotzdem ist es natürlich wichtig zu wissen, dass das keine Geheimwissenschaft ist und deshalb wäre ich der Auffassung, man müsste auf alle Fälle ins Detail gehen, aber gleichzeitig auch nicht so weit ins Detail, dass dadurch der Blick auf die Zusammenhänge verstellt wird. Also das überrascht mich jetzt ein bisschen. Also die Unterstellung, dass man, wenn man programmiert, zu einem Programmierer wird, wenn man im Chemieunterricht ein Reagenzglas mal verwendet, um einen chemischen Versuch zu machen, der erklärt, wie neue Stoffe entstehen, würde auch niemand unterstellen, dass das ein Chemielaborant wird und man das deswegen nicht bräuchte. Und das ist eine ganz typische Argumentationskette übrigens von Leuten, dass man... Es wird ganz oft behauptet, es ändert sich ja alles dauernd, deswegen muss ich das nicht unterrichten. Das ist eine ganz typische Antwort von jemandem, tut mir leid, der die Hintergründe nicht verstanden hat, weil die Hintergründe sich eben gerade nicht ändern. Das Internet zum Beispiel basiert auf Prinzipien, die 50 Jahre alt sind und sehr wohl kann ich das vermitteln. Und die ganzen Hintergründe, die dazu führen, dass sich der stetige Wandel, eben was hinter diesem stetigen Wandel steckt, das kann ich sehr wohl vermitteln. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass gerade Sie das so sehen. Ja, ich glaube, Sie haben mich missverstanden. Also ich habe gar nicht behauptet, ich habe im Gegenteil gesagt, also dass ich mir auch vorstellen kann, dass genau dieses Wissen vermittelt wird und dass gerade das wichtig ist, um zu zeigen, dass es sich nicht um was Magisches handelt und dass ich das selber beherrschen kann. Ich habe nur gesagt, das Problem ist, dass man das, also der Gewichtung, also wie man es trotzdem schafft, auch noch die allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenhänge zu vermitteln, das darf eben auch nicht untergehen in dem Zusammenhang. Nee, natürlich nicht, aber das andere muss ja auch vermittelt werden. Ja, habe ich auch gesagt, ja. Okay. Aber Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Wenn Sie schon was bewegt, können Sie sich auch schon selber bewegen, dann ist der Weg immer nicht so weit. Ich musste mich erst durchringen dazu. Genau. Also, ich versuche mal auf eine konkrete Situation zu beziehen. Denn neulich ein Gespräch mit einem 13-Jährigen, 8. Klasse, der wollte WhatsApp haben als App auf seinem Smartphone. Da habe ich gesagt, gut, dann lass uns doch mal die Datenschutzbestimmungen angucken. Ich kann ganz gut Englisch, bin einigermaßen gebildet, glaube ich. Lass uns mal gucken, was da drin steht. Ich habe nicht so arg viel verstanden von dem, was da stand. Dann gesagt, okay, was ist jetzt sozusagen der Hintergrund, warum das so funktioniert, wie es funktioniert? Da geht es um Informationen über dich, um Daten über dich. Und dann sagt er hinterher, ja, warum ist denn das eigentlich so schlimm, dass WhatsApp oder Facebook oder Google oder wer auch immer diese Dinge über mich weiß? Da war ich spontan erstmal ziemlich sprachlos und habe erstmal überlegt, ja, wie vermittle ich das einem 13-Jährigen, dem ich mit dem Begriff informationelle Selbstbestimmung nur bedingt kommen kann. Haben Sie da einen Tipp? Das machen ja nicht nur 13-Jährige. Ich leite selber ein Forschungsprojekt, das heißt Forum Privatheit.
Wenn Sie übrigens Materialien suchen zu dem Themenkreis informationelle Selbstbestimmung, Überwachung, gucken Sie mal unter Forum Privatheit, da gibt es ganz viele Dokumente in dem Zusammenhang. Aber genau, was Sie meinten, der 13-Jährige. Man muss ihm natürlich erstmal sagen, dass die Frage schon verkehrt rumgestellt ist, sondern dass wir eigentlich immer fragen müssen, warum werden wir überhaupt in die Verlegenheit gebracht, Daten also über uns freizustellen? Ist es denn nicht eher so, dass die Grundeinstellung eigentlich sein muss, dass unsere Daten geschützt sind und dass ich selber entscheide, was über mich verbreitet wird. Aber das ist wahrscheinlich für den 13-Jährigen schon, naja, gut. Bei einem 13-Jährigen würde ich sagen, dass man eher da mit Beispielen arbeiten müsste. Also dass wirklich das, was er da über Facebook verbreitet oder über WhatsApp, ging es ja in dem Fall, für immer konserviert sein wird, dass es letztendlich in den Händen liegt von einem Großkonzern. Sie sehen, ich komme da auch ins Schwimmen. Also vor allen Dingen, der Gedankengang, dass da Bilder eine Rolle spielen. Ich glaube, dass viele Jugendliche und Kinder sehr wohl sehr, sehr großen Wert darauf legen, wer jetzt was erfährt. Das mag jetzt vielleicht bei sowas wie WhatsApp noch nicht so eine Rolle spielen, aber man kann ja auch mal fragen, sag mal, bist du sicher, dass du das irgendwie den Kumpels von Louis erzählen würdest oder möchtest du vielleicht nur, dass es deine wissen? Die können das aber auch sehen, weil die nämlich über 7 Leute alle miteinander vernetzt sind. Also solche Bilder helfen vielleicht. Ja. Nur, wie kriegt man sowas dann wiederum in so einen Kompetenzbereich Unterricht mit rein? Ne? Das ist jetzt, ne, wir finden jetzt irgendwelche Bilder und Beispiele, aber hier geht es ja auch um die Struktur, sowas zu vermitteln. Ja, es ist natürlich auch immer so eine Sache, die viel Zeit braucht. Also bei Erwachsenen sage ich dann in dem Zusammenhang auch, dass man sich die Frage stellen muss, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Also dass man, klar, wird tatsächlich so sein, dass die Nachrichten, die da über WhatsApp, über diesen Jungen aufgezeichnet werden, keine besonders große Relevanz entfalten würden. Ja? Aber es ist natürlich so, ich kenne ganz schlimme Beispiele aus der Schule für Mobbing und WhatsApp. Also das, aber man will dann ja auch nicht so ein Horrorszenario aufbauen, zumal das ja alle benutzen WhatsApp und es erscheint ja wirklich sehr kontraintuitiv zu sagen, gerade du bist jetzt nicht dabei, weil du die Datenschutzbestimmungen gelesen hast, sondern es geht ja darum, dass man eher sagt, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und wollen wir eine Gesellschaft aufbauen, in dem datenschutzkonformes Handeln mit Informationstechniken möglich ist. Also wollen wir eigentlich überhaupt, dass große Konzerne so viel Macht haben und so viele Daten über uns sammeln? Und also, aber das ist natürlich für jemanden in dem Alter schwierig, also diese Perspektive in den Blick zu nehmen, zu sagen, Datenschutz muss solidarisch organisiert werden. Und wenn ich meine Daten preisgebe, dann hat das auch Einfluss auf andere Menschen und so weiter. Aber das ist alles sehr abstrakt. Aber umso wichtiger wäre das stärker im Unterricht zu definieren, damit man das wirklich von so grundlegenden Begründungsmustern wie informationeller Selbstbestimmung entfalten kann und zeigen kann, dass die Behörden und auch die Konzerne in der Rechtfertigungspflicht sind und nicht die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer. Aber ich finde es spannend, dass Sie diesen Gedanken, in was für einer Welt wollen wir leben, die Frage stellen, gleichzeitig aber ja eben schon einen Teil der Antwort gegeben haben, nämlich zum Beispiel Räume zu schaffen, in denen dann Überwachung, haben Sie es genannt, oder eben Internetnutzung und so weiter absichtlich nicht mehr stattfinden soll. Das heißt, da sind wir offensichtlich schon angekommen, dass wir uns Räume schaffen müssen, in denen das nicht mehr da ist. Also, ich glaube, Herr Jankowski war das, der mir mal erzählt hat von einem kleinen Versuch, Anleitung eines Seminars. Geben Sie mir alle Ihre Handys her. Geben Sie mir alle jetzt sofort Ihre Smartphones und Handys her. Und ich gehe dann damit raus. Und dann warten Sie mal 5 Minuten ab, was mit Ihnen passiert. Und das geht in die gleiche Richtung. Wir haben uns da so dran gewöhnt. Und den Gedanken mal weiter zu spinnen, was passiert denn eigentlich oder wie finde ich mich in einer Stadt zurecht, in der ich mich nicht auskenne und dann habe ich das Ding nicht mehr oder Strom ist weg oder so. Ich glaube, da kommt man nochmal in eine andere Verantwortungsrichtung zu sehen, wie groß es ist und wie arm es ist, wenn wir plötzlich auf uns gestellt sind und nicht ausgestattet sind mit Fertigkeiten. Da ist noch eine Fragestellung. Wenn Sie, bitte. Ganz kurz vielleicht. Ich mache mir sehr viel Gedanken, welche Informationen ich von mir preisgebe und welche nicht. Ich denke mal, das geht vielen Personen auch so. Ich bin inzwischen sehr skeptisch, weil ich nicht mehr daran glaube, dass wir überhaupt das abwenden können, dass wir überwacht werden. Ich habe vor kurzem erfahren, was Autos für Informationen sammeln. Das war mir so nicht bewusst. Ich habe mich immer gewundert, warum eine Kaffeetasse leuchtet bei mir. Ja, das heißt, mach eine Pause. Ich habe im Handbuch nachgesehen, dass tatsächlich die Anweisung, eine Pause zu machen. Da habe ich überlegt, woher weiß das Auto, dass ich jetzt eine Pause machen muss. Das hat sich aufgeklärt.
durch eine sehr interessante wissenschaftliche Sendung. Also die Autos sammeln seit Jahren schon Informationen, wie schnell wir fahren, also die Autokonzerne, wo wir uns befinden. Wenn ein Unfall stattgefunden hat, wie schnell ist man da gefahren? Hat man gebremst, hat man nicht gebremst? Und das sind nur die Informationen, über die wir wissen oder inzwischen was offengelegt wird, was die Autos sammeln. Dann sammelt mein Auto jetzt anscheinend Informationen über mein Fahrverhalten, weil sonst könnte es mir gar nicht sagen, ich soll eine Pause machen. Ja? Wie schnell wir fahren, sonstige Sachen. Also ich glaube, das hat mich so schockiert, weil ich dachte, Internet, da erwartet man ja irgendwie. Meine Frage ist, gibt es eine Möglichkeit überhaupt oder haben wir überhaupt eine Chance, uns dem zu entziehen? Also das ist eine sehr gute Frage, die wir tatsächlich auch erforscht haben, gemeinsam auch mit Rechtswissenschaftlern in diesem genannten Forum. Und es gibt im Moment, es gibt keine Möglichkeit zurzeit, muss man sagen, außer sie wohnen irgendwo in den Bergen und fahren nur Fahrrad. Ja? Aber in der Tat haben wir auch gefordert, dass die Politik dafür sorgen muss, dass es Möglichkeiten gibt, nicht vernetzte Autos zu kaufen, sozusagen analoge Autos in Anführungsstrichen, oder zum Beispiel auch nicht intelligente Fernseher zu kaufen. Und wenn der Markt das nicht reguliert, dann muss der Staat sozusagen in so einem Sinne von so einer Daseinsfürsorge dafür sorgen, dass es solche Geräte gibt. Weil zum Beispiel, das ist ja nicht nur Ihr Auto, Ihr Fernseher, wenn Sie einen haben, den Sie in den letzten 3 Jahren gekauft haben, der hört, was Sie im Wohnzimmer machen und der kann auch zugucken. Und solche Dinge, also man kommt, also es muss, deswegen auch vorhin das Beispiel mit den Räumen, die man in der Schule anbietet, es muss nach meiner Meinung auch die Möglichkeit geben, analog zu lernen. Also wir müssen Kindern und Jugendlichen auch eine Möglichkeit bieten können, ohne dass ihre Daten aufgezeichnet werden, zu lernen. Und sei es nur auch, um die Situation bewusst zu machen. Ja, ich bin jetzt zum 4. Mal hier. Dieses Thema geht mich schon über 25 Jahre, was hat mich ein Nerd, ein Anfänger in 1991 damals saß ich im Lehrer-Raucherzimmer, das gab es noch, und da sagte ein Kollege, was machst du da eigentlich? Ich sage, das ist eine neue Dampfmaschine. Dann sagt er, ich kaufe mir einen PC, wenn ich mit dem reden kann. Kann man. Ne? Und mein Problem ist, mein Vater war Maurer, ich wollte aber immer das große Ganze verstehen. Jetzt verstehe ich aber immer mehr, dass wir uns mitten in einem entgrenzten Kulturkampf befinden, nämlich zwischen der amerikanischen Sicht auf die Welt und unserer Sicht. Die Amerikaner werden durch Produkthaftung geschützt davor, ihre Katze in den Ofen zu stecken, in die Mikrowelle zu stecken. Sie geben aber gleichzeitig alles über sich preis. Das heißt, es gibt in der analogen Welt eine Produkthaftung. Warum gibt es in der digitalen Welt keine Datenhaftung seitens der Datenhersteller oder Datensammler? Wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich glaube, ich kann das, aber es wird mir immer unheimlicher. Ich möchte nicht mehr von mir alles preisgeben. Na, und wie viel Zeit müssen Sie aufwenden, um Kindern und Jugendlichen genau dieses Verantwortungsbewusstsein beizubringen? Der Staat muss dafür sorgen, dass die Produzenten von Datensammelalgorithmen, nicht Programmierung, dafür sorgen, dass mit den Daten nichts Falsches gemacht wird. Das ist Produkthaftung in der digitalen Welt. Und das erwarte ich. Nichts anderes. Ja. Okay. Vielleicht nur, das habe ich jetzt eher als Kommentar aufgefasst, aber es gibt ja, ich meine, die Mühlen mahlen halt wirklich langsam. Es gibt dazu einige Gesetzgebungsverfahren, die in Kinderschuhen noch stecken, also, aber das dauert einfach irre lang und das Recht kommt immer nicht hinterher in Bezug auf die neuesten Entwicklungen. Erst 30 Jahre, also das ist ja nichts. Bitte. Vorhin gesagt haben, Behörden und Konzerne und das so in einem Satz und damit auch für mich gleichgestellt haben, so habe ich es jedenfalls verstanden. Mich wundert, dass Sie da nicht eine Unterscheidung machen, die ich machen würde, nämlich zwischen einem gewinnorientierten Umgang mit Daten und einem gemeinwesenorientierten. Also als Schule beispielsweise habe ich ja durchaus ein Interesse als Schulleiter, auch um zum Beispiel eben den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler zu verstärken, bestimmte Daten zu sammeln, weil ich mir daraus erhoffe, Rückschlüsse ziehen zu können auf mein schulleiterisches oder eben lehrerisches Handeln im Zweifelsfall. Das ist ja ein anderes Interesse. Also ich werde ja da nicht besser bezahlt von, leider. Noch nicht, wir haben ja gehört, da gibt es vielleicht auch noch durchaus. Ja. Aber das so in einen Topf zu werfen, finde ich ein bisschen schwierig. Oder habe ich da was übersehen?
Also, die Begründung ist, weil das eine ist demokratisch oder sollte zumindest demokratisch überwacht und legitimiert sein und das andere ist einem Gewinnstreben unterworfen, was für mich nicht ganz das Gleiche ist. Ja, Sie haben, ich habe das schon in einen Topf geworfen, in dem Sinne, dass es in beiden, also in den Behörden und auch bei den privaten Anbietern natürlich darum geht, dass sie Verantwortung wahrnehmen müssen, beide. Aber sie machen das natürlich auf unterschiedliche Weisen. Es geht ja im Datenschutzrecht immer darum, welchen Zweck hat das Datensammeln? Und wenn es in der Schule gezeigt werden kann, dass es hier einen guten Zweck gibt, es gibt ja zum Beispiel auch ein Datenschutzaudit, wo man sowas dann auch besprechen kann und zeigen kann, was macht man da, wo liegen die Daten, kommen die an die Öffentlichkeit oder nicht? Und wenn die Schule zeigen kann, dass sie zu einem bestimmten legitimierten Zweck, zu dem dann die Datengeber auch eingewilligt haben, gesammelt werden, dann ist es legitim. Während natürlich ein Konzern, der einfach nur so Daten sammelt, weil er die auf Halde haben will, um daraus personalisierte Daten zu verschicken, das ist wiederum nicht legitim. Aber beide stehen stehen in der Verantwortung, sich dieser Frage zu stellen. Was ist das legitime Sammeln von Daten? Ja, ich würde aber so weit gehen zu sagen, dass ich eben aus, sagen wir mal, einem gesellschaftlichen Interesse heraus möglicherweise auch ein Interesse habe, Daten zu sammeln, wo der Urheber da nicht so richtig mit einverstanden ist, weil es für das Gesamtinteresse deutlich wichtig ist. Also ja, nehmen wir an, dass die Leute, die jetzt Klassenarbeiten oder sowas, ja, dass natürlich die nicht reüssiert haben, Sie haben das Beispiel ja vorhin mit Ihrer Internetseite selber gebracht, ja, dass die möglicherweise dann eher ein Interesse zu haben, nein, das möchte ich nicht, das würde natürlich das Bild verfälschen. Mhm. Und die Frage ist, wie weit geht hier das Eigeninteresse des Datengebers, der veröffentlicht, zuzustimmen und wie weit gibt es möglicherweise ein übergeordnetes öffentliches Interesse zu sagen, wir möchten das aber trotzdem gern haben. Ich meine, die Volkszählung damals war ja ein gutes Beispiel dafür, dass da eben auch das offensichtliche Interessen gibt, die eben mit dem Individualinteresse hier kollidieren und die Frage ist, wer setzt sich da durch an diesen Stellen? Mhm. Wohl, ihr merkt jetzt nicht im Privaten, sondern eben auch, wir sind hier auf dem Bildungskongress, eben auch in unserem Kontext. Ja, aber das, was Sie machen, das macht eigentlich die Polizei. Also die Polizei, die ist dazu befugt, bestimmte Daten zu sammeln, um uns Sicherheit herzustellen. Ich würde das als kritisch betrachten, wenn man als Schulleiter sagt, ich kann die Daten jetzt einfach gut gebrauchen und weil ich denke, ich kann die gut gebrauchen, sammle ich die mal, weil das ja zum Wohle aller ist. Ich meine, ich will Ihnen jetzt nicht auf die Füße treten, aber es ist auch eine Argumentation von totalitären Staaten. Ja, also das ist, es ist schwierig. Also, aber ich verstehe es, Sie meinen, aber das ist halt gerade so schwierig, also zu bestimmen, was ist das legitime Datensammeln. Und ich habe es doch auch nur gut gemeint. Und das ist halt dieser Fürsorgeaspekt, was in Bezug auf die Kontrolle ja auch mal mitschwingt. Haben Sie schon recht, aber schwierige Angelegenheit. Ja. Und in der Bewegung, Herr Wiefern hat noch mal. Vorhin ist die Frage aufgetaucht, wie man Jugendlichen beibringen kann oder zeigen kann, wie da Daten gesammelt werden. Ich habe eine ganz gute Erfahrung gemacht und möchte die dem Plenum hier nicht vorenthalten. Eine ganz große Krake, die Daten sammelt, ohne den Namen zu sagen, Insider, von dem hat mir den Tipp gegeben. Meine Söhne, beide heute erwachsen, in der damals kritischen Zeit, haben mir Folgendes gemacht. Wir haben zu dritt, ich habe mitgemacht, eine E-Mail dort bei diesem eröffnet. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir zusammen ein Game. Jetzt beginnen wir einander zu schreiben. Und ihr Jungs, ihr habt ja Vorstellungen, wir machen das miteinander ab. Ihr wünscht euch ja ganz sicher irgendwann ein Auto. Du nimmst diese Marke, ich nehme diese Marke und der zweite Sohn, du nimmst diese Marke. Und jetzt beginnen wir einander zu mailen und schreiben über diese Autos. Nach ungefähr 20 Bewegungen hin und her hatten wir nicht mehr dieselbe Werbung auf dem Bildschirm. Das heißt, wir hatten platzierte Werbung über diese Automarke des Absenders, über die mein Sohn mit mir korrespondiert hatte. Das war derart eindrücklich, dass sie einiges gelernt haben. Das einfach nur als Beispiel. Wenn Sie mich so fragen, ja. Ja, man kann natürlich auf dem Wege dann auch gleich vermitteln, dass es E-Mail-Anbieter gibt, die keine Daten sammeln, wo man dann halt irgendwie 1 Euro bezahlt im Monat. Oder man kann ja auch die Werbung abstellen, wenn man nicht gerade Google benutzt und so Geschichten. Das sind natürlich super Sachen. Das kenne ich auch von Schulen, dass sie zum Beispiel auch das Recht auf Informationsfreiheit nutzen. Da gibt es auch zum Beispiel vom Chaos Computer Club schon Formulare, die vorbereitet sind. Sie haben ja das Recht, bei Behörden alle Daten ausgeliefert zu bekommen, die dort über Sie gesammelt werden. Und da kann man mit Schülerinnen und Schülern so Aktionen starten und wird dabei auch lernen, dass was im Gesetz steht, häufig einfach auch nicht angewandt wird. Aber das ist ja auch schon ein Lernerfolg. Und wenn man eine Antwort bekommt, ist es schon oft sehr, sehr beeindruckend, wenn man dann sieht, welche Daten eigentlich Behörden oder auch Private über einen sammeln. Und bei solchen Projekten stelle ich mir jetzt gleich wieder die Frage,
Wer soll denn das machen an Ihrer Schule? Wer ist denn so ausgestattet? Wer hat denn so viel Ahnung, so viel kompetent, um das zu machen? Und damit tut sich dann für Sie natürlich nochmal ein ganz neues Feld auf. Aber dazu werden wir im Laufe des Tages ja auch noch was erfahren. Danke für Ihre Beteiligung, Frau Dr. Hesen. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Gerne.